Ein wichtiger Aspekt von OER ist ja das Teilen. Und das Teilen von Inhalten macht H5P auf verschiedene Art und Weise möglich. Und deshalb zeige ich das einfach nochmal ganz schnell. Gehen wir mal direkt dahin. Also das ist h5p.org. Das ist halt auch eine Seite, wo H5P draufläuft. Das heißt, wir suchen uns mal einen H5P-Inhalt. Nehmen wir vielleicht gleich dieses interaktive Video hier. So, also das Erste, was man machen kann, wenn ihr Inhalte teilen wollt und die liegen irgendwo, wo H5P verfügbar ist, dann haben die erstmal immer einen Link. Also jetzt habe ich mal die Leiste oben eingeblendet. Ihr seht schon, h5p.org/interactive-video. Das heißt, den Link könnte ich rauskopieren, den kann ich jetzt in eine E-Mail stecken, irgendwo hinschicken und jeder, der diesen Link aufruft, kommt dann genau auf diese Seite und hat den Inhalt. Also das geht immer. Das andere, was man noch machen kann, vielleicht braucht man das ja nicht, sofern das nicht verboten ist vom Admin oder vom Autor selber, man kann die Dateien runterladen. Das gehört ja auch zum Teil dazu. Also ich klicke hier unten links auf Reuse und dann bekomme ich hier angeboten, diese Datei runterzuladen. Das heißt, ich kann die Datei nehmen, ich kann die wem anders schicken und der kann die weiter benutzen auf seinem eigenen Server, in Lumi lokal auf dem Rechner oder wie auch immer das funktionieren soll. Also das macht H5P auch. Das gehört auch zum Teilen dazu. Und dann das nächste, was es noch gibt, vielleicht hat man ja irgendwie ein System, wo dann doch kein H5P drauf ist, sondern eine ganz normale HTML-Seite. Und da will ich das reinhaben. So, genau, ihr kennt das von YouTube. Bei YouTube kann man ja auch Videos irgendwo anders einbetten und das geht mit H5P ganz genauso. Auch wenn das nicht deaktiviert ist, gibt es hier unten halt diesen Embed-Knopf oder Einbetten. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man ja auch schon hier so ein Code-Schnipsel. Den kann ich mir rauskopieren. So iframe und noch so ein anderer Krams dahinter. Das ist halt HTML. Und den kann ich jetzt nehmen. Und jetzt gehe ich zum Beispiel mal auf diese Seite hier. Das ist ein WordPress. Da ist jetzt selber kein H5P drauf. Und das könnte jetzt aber auch jede andere Seite sein, wo man so ein bisschen HTML eintragen kann. Und hier in WordPress wäre das zum Beispiel vielleicht so ein Blogbeitrag, den ich erstellen will. Dann klicke ich da auf Erstellen. Und dann bin ich hier in meinem Editor drin. Und da kopiere ich jetzt einfach mal nur diesen Code-Schnipsel rein. Das ist das, was ich mir gerade rauskopiert habe. Das ist so ein Einbett-Code. Und ich muss noch einen Titel angeben, den muss ich glaube ich gar nicht. Ich veröffentliche jetzt einfach mal diesen Blogbeitrag. Mehr mache ich gar nicht. Vielleicht schreibe ich noch was dazu, damit man sich was anfängt. Hier machen wir sowas anfangen. Und dahinter machen wir einfach ein Ende. So, das speichere ich jetzt mal. Klicke auf Veröffentlichen. Und wenn ich jetzt auf die Startseite gehe von dieser WordPress-Seite zur Website, dann werdet ihr sehen, hier haben wir meinen Anfang, hier haben wir mein Ende und in die Mitte fügt ihr einfach genau das Video von der anderen Seite ein. Das heißt, es liegt jetzt nicht auf eurem Server, sondern es liegt immer noch auf h5p.org, wo es vorher auch war, aber es wird von da aus eingebildet. Da gibt es manchmal so ein paar Sachen zu bedenken, aber ja, bei Bedarf müsst ihr da nochmal nachgucken. Also es gibt halt so ein paar Sicherheitsgeschichten. Einige Server erlauben eben nicht, dass man fremde Inhalte irgendwo anders einbettet. Bei h5p.org geht das, das darf man. Manche Server sind da sperriger, dann geht das halt nicht. Aber grundsätzlich bietet h5p die Möglichkeit, dann ist das eine besondere Einstellung von dem Server, dass das nicht erlaubt ist. Und ich glaube, anno 2020 muss man es nicht mehr erwähnen. Also es gibt sowas wie SSL-Verschlüsselung, also man hat so Seiten mit HTTPS vorne und man kann Sachen von einer nicht gesicherten Seite nicht in eine gesicherte Seite einbetten. Also das würde auch nicht funktionieren, aber im Prinzip geht das. Also wenn ihr mal auf das Problem stößt, müsst ihr nachgraben, aber im Prinzip könnt ihr auch Sachen von H5P irgendwie anders einbetten. Das ist ja für das Teilen wirklich eine ganz schöne Geschichte und sehr flexibel.